heute auf das Video, worauf ich mich einfach das ganze Jahr lang immer freue, weil es kommt immer am Anfang des nächsten Jahres. Und zwar geht es um meine Jahreshighlights. Und wer, ich habe ein bisschen Frosch im Hals noch, und wer meine anderen Jahreshighlight-Video gesehen hat, der wird merken, dass ich da immer einiges zu zeigen habe. Und meine Theorie seit ungefähr 2 Jahren, würde ich sagen, ist, dass ich mittlerweile wirklich ein gutes Gespür dafür gefunden habe, welche Bücher mich begeistern könnten. Und das ist echt cool. Also einfach dieses, ja, diese Idee zu haben, dieses Buch wird es und ich lese es und entweder ist es ein Highlight oder es hat mir zumindest sehr gut gefallen. Es passiert recht selten, von den ungefähr 100 Büchern, die ich im Jahr schaffe, dass extrem viele Flops dabei sind oder dass ich viele Bücher abbrechen muss. Und von daher, ja, bin ich schon sehr zufrieden. Für alle, die Statistiken mögen, habe ich hier noch so ein paar Zahlen zum vergangenen Lesejahr. Ich habe 2022 103 Bücher gelesen, wobei ich die letzten 3 Bücher, glaube ich, an den letzten 3 oder 4 Dezembertagen noch zusammenbekommen habe. Ich wollte unbedingt die 100 Bücher knacken und dann habe ich es tatsächlich noch auf 103 geschafft. Also das war sehr cool. Das bedeutet also, dass ich im Durchschnitt 8,6 Bücher im Monat geschafft habe, was ich ziemlich cool finde. Also ja, das fand ich schon wirklich sehr schön. Insgesamt habe ich 39.105 Seiten gelesen. Also auch ziemlich cool, denn das bedeutet dann im Durchschnitt, dass ich tatsächlich meine angestrebte Durchschnittszahl von ungefähr 100 Seiten, also bei mir sind es 107,1 Seiten pro Tag, tatsächlich geschafft habe. Und das ist ziemlich cool. Also wie gesagt, ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Und in meinen Highlights, und wenn ich jetzt zu meinen Jahreshighlights komme, habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Bücher. Und ja, das ist schon recht viel. Was meine Enttäuschungen und Flops angeht, bin ich tatsächlich nur bei einem bzw. 2 Komplett-Flops und 3 Büchern, die mich enttäuscht haben. Also von denen ich mir wirklich deutlich mehr erhofft hatte und ja, die dann einfach für mich doch mit in die Enttäuschungen schrägstrich Flops hineinfallen. Aber ansonsten wirklich Totalausfälle an Büchern waren nur 2 Stück. Und das ist auch wirklich super Statistik. Also kann ich echt nicht meckern. Genau. Aber zu den Flops kommen wir ganz zum Schluss, weil ich möchte erstmal mit schönen Sachen beginnen. Und ja, und ich werde das jetzt auch etwas abkürzen, denn 14 Bücher plus dann noch 5 Enttäuschungen Schrägstrich Flops, das könnte sehr lange dauern, wenn ich in mein normales Redetempo und Laber, in meinen Labermodus verschwinde. Deshalb werde ich die Bücher einfach zeigen, 2, 3 Sachen dazu sagen und dann geht's weiter. Also ich werde jetzt hier nicht nochmal die komplette Rezension aus den Lesemonaten herausholen. Ich versuche nebenbei immer mal zu sagen, aus welchem Lesemonat oder wo man das noch sehen kann. Ich versuche euch das auch einzublenden, wenn ich dran denke. Dann könnt ihr dort nochmal etwas ausführlicher über das Buch hören. Genau. Jetzt habe ich die mir natürlich wieder nicht in der richtigen Reihenfolge hingelegt, aber das ist nicht schlimm. Ich kann hier zum Glück ein bisschen was verschieben. Und 2 wichtige Bücher, die herausragend für mich waren, sind 2 Bücher, die in meinem Wochenrückblick, da habe ich noch ganz am Anfang des Jahres immer so, naja, wöchentlich nicht, aber so alle paar Wochen erzählt, was ich so aktuell gelesen habe, neu dazu bekommen habe und ja, gerade lese in dem Moment. Und da ist mir ein Buch begegnet, das ich einfach nur wundervoll fand. Und das ist dieses großartige Werk. Und zwar ist es Loveless von Alice Oseman. Und sie ist mit ihren Büchern einfach der Wahnsinn. Ich finde es so, so toll, dass ihre Bücher nun endlich im Jugendbuch auf dem deutschen Buchmarkt hier mit den deutschen Übersetzungen gelandet ist, weil sie einfach Themen anspricht, denen sich für mich aus meiner Perspektive, also es ist alles nur aus meiner eigenen persönlichen Perspektive zu betrachten, noch nicht so häufig vertreten sind. Und das wäre in diesem Fall eben das Thema der eigenen Identitätsfindung, der eigenen Sexualität, die man findet
und einfach eine Beschreibung für das fühlt und herausfindet und sich einfach selbst auf den Grund geht. Was bedeuten bestimmte Dinge für mich? Was bedeutet Liebe für mich? Wie groß oder wie schwer wiegt Freundschaft? Kann Freundschaft Liebe sein? Und all das, das wird hier so toll verpackt, dass ich hin und weg war. Also ja, viele sagen, dass es etwas langatmig ist, dass hier nicht so viel Spannendes passiert, aber das ist ja nicht die Grundessenz dieser Bücher. Und deshalb ist man falsch, wenn man hier Spannung und Action und keine Ahnung, Drama, zumindest das ganz, ganz große, klischeehafte Drama erwartet, sondern einfach ein wundervolles Buch über Identitätsfindung, über die eigene Sexualität, über Liebe, und zwar Liebe in allen möglichen Facetten. Und das ist mal ein Buch, was gebraucht wird, einfach. Ich hätte mich wahnsinnig gefreut, solche Bücher in meiner Jugend lesen zu können. Und ja, es ist einfach wirklich, wirklich toll. Und das ist ein Buch davon. Und ein weiteres Buch von ihr hat es ebenfalls auf diese Liste geschafft. Und zwar ist es dann das weitere Buch, was herausgekommen ist. Nothing Left for Us von Alice Oseman. Das Original ist Radio Silence. Da gab es rechtliche Probleme mit dem Titel, da Radio Silence in einer anderen Form von einem anderen Verlag bereits in Benutzung war. Und deshalb mussten sie ein bisschen was, ja, mussten sie ein bisschen auswechseln, den Titel. Aber nichtsdestotrotz hat der Titel etwas mit dem Buch zu tun. Und auch hier wieder haben wir total wichtige Themen dabei. Hier geht es um Erfolgsdruck. Und das ist halt auch so dieser schulische Druck, dieser Erfolgsdruck. Ich muss mich entscheiden, was ich später mache. Und das sind halt so Themen, mit denen Jugendliche, die gerade vor dem Abschluss stehen, absolut relaten können. Und das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und ja, also, und auch wieder diese Identitätsfindung. Also natürlich, wenn man überlegt, was möchte ich für den Rest meines Lebens, beziehungsweise nicht mal das. Also man muss sich auch mal bewusst werden, dass für das, was ich mich entscheide nach der Schule, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein muss. Das ist halt auch so ein Ding. Viele gehen davon aus, dass sie das, was sie schulisch dann für ihren weiteren Lebensweg auswählen, als Ausbildung oder als Studium oder was auch immer, dass das nicht das Ende sein muss, dass sie sich da, damit nicht für ihr gesamtes Leben festlegen. Und das ist halt auch so spannend zu betrachten und sich hier wirklich Gedanken darüber zu machen. Und dadurch ist das Buch halt auch wieder identitätsstiftend und eben mit dem Fokus auf Erfolgsdruck, Freundschaft. Wer möchte man wirklich sein? Ja, und deshalb sind das absolute Buchhighlights, die ich niemals wieder hergeben werde. Und ich freue mich enorm, endlich Solitär lesen zu können. Da freue ich mich wirklich sehr. Das müsste jetzt auch entweder schon raus sein oder bald rauskommen. War nämlich jetzt 1,5 Wochen krank, deshalb kann ich es nicht genau sagen, ob das jetzt tatsächlich schon erschienen ist. Das sehe ich dann, wenn ich wieder auf Arbeit bin. Und ja, das ist halt. Das sind beide Bücher, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Also, und sowieso für alle, die Heartstopper mochten. Ich glaube, die werden dann auch nicht davor zurückschrecken, die anderen Bücher von Alice Oseman zu lesen. Weiter geht es mit, ja, mit diesem Buch. Ich bin absolut in Love. Aber es liegt auch daran, dass die Autorin mittlerweile echt mein Herz erobert hat mit dieser Reihe, dann auf jeden Fall. Und zwar geht es um die Shetland Love-Reihe und ganz besonders um den zweiten Band, Where the Waves Rise Higher von Katinka Engel. Nicht nur, dass diese Bücher ein Traum sind, ich finde sie wirklich wunderschön, auch die Geschichte dahinter ist wirklich toll. In der Reihe geht es um drei Schwestern und im zweiten Band geht es um Nessa. Ich will mal Nesta sagen, aber es ist Nessa. Und sie trifft hier in diesem Buch auf ihren Erzfeind und da sagt sie eigentlich schon alles. Enemies to Lovers ist mein Trope, das ist wirklich mein liebster Trope mittlerweile geworden. Und hier in diesem Buch geht es aber auch noch um so viel mehr. Und das hat dieses Buch wirklich so herausragend gemacht, weil wir nie den Fokus völlig auf die anderen Figuren verlieren, also auch was rund um ihre beiden anderen Schwestern passiert. Wir verlieren auch nicht den Fokus darauf, was Nessa eigentlich macht, denn sie stellt Whisky in einer Destillerie her. Und was damit zu tun, was sie da alles benötigt, unter welchem Druck sie steht, wie sie ihren Erfolg maximieren möchte.
Und darum spielt dann immer diese kleine Zankerei und dann im weiteren Buch dann die Liebelei zwischen ihr und Boyd und dazu dann noch die Atmosphäre auf den Shetlandinseln. Ich war absolut verliebt und habe dieses Buch durchgehört und durchgelesen. Also ich habe Hörbuch und das Buch dann noch gelesen. Es gibt kaum was Besseres als diese Bücher von Katinka Engel. Es ist wirklich wie nach Hause kommen. Und deshalb wird auch dieses Buch auf keinen Fall bei mir jemals ausziehen. Wirklich wundervoll. Ich habe es mit jeder Seite geliebt und ja, kann es jedem nur ans Herz legen, sich Katinka Engel definitiv zu merken. Denn sie steigert sich halt auch einfach mit jedem einzelnen Buch, das sie herausbringt. Und deshalb freue ich mich, hoffentlich bald wieder Neues von ihr lesen und hören zu dürfen. Und ja, kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen. Where the Waves Rise Higher ist übrigens im Wochenrückblick 6 zu sehen, weil ich das hier gerade noch mit aufgeschrieben habe. Im selben Wochenrückblick werdet ihr auch dieses kleine Büchlein finden. Und zwar ist es das hier. Es ist der Manga zu Rainbow Rowells Fangirl. Das kommt in 4 Teilen heraus. Jetzt im Januar, Anfang Januar, ist der zweite Teil erschienen. Und ich bin so verliebt in diese Mangas. Es ist der Wahnsinn. Schon allein das Buch ist großartig. Und ich kann absolut in so vielen Situationen mit Kath mitfühlen, mich in sie hineinleben. Ich erkenne mich in bestimmten Dingen auch wieder, wie ich früher gerade an der Uni war. Und das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, warum mich dieses Buch so berührt und so mitnimmt. Ich bin einfach verliebt und kann das nur jedem empfehlen, sich da mal ein bisschen genauer mit zu beschäftigen. Ja, es ist wunderschön gezeichnet. Also auch der Zeichenstil ist 100% meins. Ich finde, damit steht und fällt ja manchmal auch schon der erste Eindruck von einem Buch. Und hoffe, dass dieses Buch und auch die anderen zwei Teile, es werden ja dann noch zwei Teile, die dazu fehlen, auch rauskommen. Denn ja, es ist einfach eine wundervolle Geschichte. Und dazu haben wir dann auch immer wieder noch ein paar Szenen aus ihrer Fanfiction. Denn Kath schreibt Fanfiction zu Simon Snow. Das ist in dieser Welt eine sehr bekannte Buchreihe. Und sie ist da extrem bekannt mit ihrer Fanfiction dazu. Und da bekommen wir hier auch immer wieder Szenen mit eingespielt. Und ja, I love it. I love it. So, dann gehen wir gleich mal weiter. Wir springen dann auch immer schön hin und her, ne? Weil, wie ihr das kennt, ich bin da nicht chronologisch, was die Bücher angeht, dass ich irgendwie von Januar bis irgendwo hingehe, sondern wir machen das wirklich schön durcheinander. Also wie ihr es bei mir gewohnt seid, geht es weiter mit einem Buch aus dem Oktober. Und zwar ist es eine Graphic Novel. Also mich konnten halt auch andere Sachen als Bücher dieses Jahr auch sehr begeistern. Zumindest halt die üblichen Romane. Lore Olympus von Rachel Smith, Teil 1, besonders Teil 1 möchte ich hervorheben. Teil 2 war auch sehr schön, aber Teil 1 war die Einstiegsdroge, würde ich sagen. Ja, denn Teil 1 hat mich da in eine Welt katapultiert, mit der ich so nicht ganz gerechnet habe, auch von dieser Farbgebung her, von der Geschichte, die hier erzählt wird, das moderne Setting, was drumherum kreiert worden ist. Und dann natürlich die beiden Hauptprotagonisten. Es gibt natürlich bestimmte Charaktereigenschaften der Figuren, die ein bisschen ja, karikaturhaft wirken. Aber, und das ist halt mein großes Aber, es ist so, so, so viel gehaltvoller, spannender und toller umgesetzt als eine andere hat es um Persephone. Geschichte, die ich dieses Jahr gelesen habe. Ihr werdet auch nochmal davon hören, weil das ist wirklich für mich das schlechteste Buch dieses Jahres gewesen. Aber das hier, das ist die Hades und Persephone Geschichte, die ich jedem wirklich ans Herz legen würde. Ich versuche euch mal ein bisschen was aus dem Buch zu zeigen. Will jetzt auch nicht irgendwas spoilern. Vielleicht sowas hier. Das ist halt immer in bestimmten Farben gegeben. Wir haben hier wirklich hervorherrschend dieses Blau und dieses Rosa.
beziehungsweise Pink. Und dazwischen gibt es aber auch noch andere Gottheiten, die ihre eigenen Farben mitbringen. Und dadurch ergibt sich halt einfach schon alleine so eine wunderschöne Szenengestaltung. Und dazu hat man dann wirklich noch die Geschichte von Persephone. Und ja, und ich finde, da wird auch nicht zu viel verfälscht. Es bleibt viel vom Charakter übrig, so wie ich mir die Person vorgestellt habe. Also das ist, glaube ich, auch so mein Grundproblem mit vielen anderen Geschichten. Wenn es meinen Erwartungen nicht ganz entspricht, dann wird es schwer für das Buch, das für mich dann auch, dass es mich überzeugen kann. Aber hier hat es irgendwie damit übereingestimmt und ja, das Buch hat das Übrige gemacht. Ich war so verliebt. Ja, was will man da anderes noch dazu sagen? So. Ich hoffe, das hält hier so. Dann geht es mit einem Buch weiter, das mich auch sehr aus der Kalten heraus erwischt hat und dadurch zu einem Highlight geworden ist, weil ich das von dem Buch einfach, ich dachte mir schon, dass es cool wird, aber ich wusste nicht, dass es mich dann am Ende wirklich so umhaut. Und zwar geht es um dieses Büchlein hier, um Roxy. Ein kurzer Rausch, ein langer Schmerz von Neil und Jared Schusterman. Ich habe es auch noch in dieser richtig schönen Edition. Und ja, es geht hier um ein wichtiges Thema, um Drogen und um die Vielseitigkeit von Drogen, denn wir haben es hier nicht nur mit den gängigen Drogen, die man jetzt so unter dem Begriff sofort im Kopf haben könnte, wie Crystal Meth oder Heroin, sondern es geht auch um bestimmte Drogen, die im Arzneimittelbereich verabreicht werden und von denen auch eine Abhängigkeit ausgeht. Und das wird hier wirklich extrem dargestellt. Es wird auch Fantasie, also mit einer gewissen Fantasie dargestellt, in so einer metaphorischen Art und Weise hatte ich das Gefühl. Denn Roxy wird hier als junges Mädchen dargestellt, die dazu da ist, Jugendliche oder bestimmte, also nicht nur Jugendliche, sondern verschiedenste Menschen in den VIP-Bereich zu bringen. Und ja, einfach dieser gesamte Raum oder die Ebene, auf der Roxy lebt und wie sie denkt, denn wir können aus ihrer Perspektive auch lesen, ist eine riesengroße Metapher und finde ich, spiegelt und dröselt nochmal dieses Verhältnis zwischen einem Süchtigen und dieser Droge sehr, sehr gut wider. Und ja, einfach ein richtig eindringliches, erdrückendes Buch, das mich echt geflasht hat. Und ja, das für mich auch ein wichtiges Thema für die Jugend ja, aufs Tablett bringt und dass sie da auch wirklich mal was anderes lesen als die gängigen Bücher von Bahnhof Zoo und was weiß ich alles. Nichts gegen die Klassiker, nichts gegen die Bücher, die da auch im Umlauf sind, denn die sind natürlich dann auch deutlich nah an der Realität gefasst, aber gerade für jene, die sowas nicht so mögen oder eher lieber auch etwas Außergewöhnlicheres lesen wollen würden, ist Roxy das perfekte Buch und ja, und auch mich hat es sehr beeindruckt. Also kann ich auch jedem sehr ans Herz legen. Übrigens war Roxy auch im Wochenrückblicke 6, ich verlinke es euch einfach, noch mit dabei. Also das war so eine Zeit, in der ich viele tolle Bücher gelesen habe, habe ich das Gefühl. Und dann kommen wir zu einem Klassiker, der es auf meine Lese-Highlights-Liste geschafft hat. Eine große Empfehlung einer lieben Kollegin von mir. Und das Buch hat mich einfach so mitgerissen. Ich war hin und weg. Also wirklich. Es war einfach der Wahnsinn. Und ich kann es nur bestätigen. Hier hinten auf dem Buch steht der ewige Bestseller. Es ist einfach genial eben. Was will man anders sagen? Und zwar ist es von Harper Lee. Wer die Nachtigall stört. Ja, der Sticker, der Uralt-Sticker, ich habe es mir nämlich gebraucht geholt. Der Uralt-Sticker ist drauf. Das Problem dahinter ist, wenn ich den jetzt abmache, ich habe es schon mal an Rändern probiert, würde es richtig blöd aussehen. Richtig, richtig blöd, deshalb bleibt er einfach drauf. Also in diesem Fall habe ich mich dafür entschieden, bevor ich dieses Buch verschandle und da irgendwelche ekelhaften Klebereste habe, die nie wieder abgehen, lasse ich es einfach drauf. Wenn es blöd aussieht, ich kann ja so machen, dann stürzt diejenigen, die es gerade ein Dorn im Auge ist, nicht so sehr. Und dieses Buch ist wirklich so eindrücklich. Wir sind hier in den 1930er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, und verfolgen das Aufwachsen eines jungen Mädchens und ihrem Bruder. Scout wird sie genannt. Und
Sie wird Zeugin eines unglaublich ungerechten Falles. Nämlich gab es eben zu dieser Zeit noch die, noch, also in Amerika ist es ja sowieso das Thema Rassismus ein riesengroßes Thema. Und in den 1930ern könnt ihr euch vorstellen, in welche Richtung das hier ging. Und da geht es um einen Mordfall und ein schwarzer Mann ist angeklagt. Und dieser Gerichtsfall zeigt alles auf, was in diesem Land einfach schiefläuft, was das betrifft. Und Scout wird sich dann eben bewusst, das ist auch so ein kleiner Bruch aus ihrer unbeschwerten Kindheit heraus in eine Welt, in der es Rassismus gibt, in der es Ungerechtigkeit gibt und wie sie mit den Dingen umgeht. Denn ihr Vater Atticus, ich hoffe, ich habe ihn auch richtig, der Vater Atticus, nimmt sich diesem Fall an. Und was sie darauf erlebt, hinerlebt und wie sie diesen Fall erlebt und auch wie sich andere Menschen nun ihr gegenüber verhalten, weil ihr Vater sich der Verteidigung dieses Mannes angenommen hat, das begleiten wir hier und es ist so erdrückend. Es macht so wütend. Also ich war selten so wütend auf Menschen. Das ist wirklich ein Graus. Und es hat mich so mitgenommen. Ich habe so geweint am Ende. Es war der Wahnsinn. Und deshalb, ja, absolutes Highlight. Also ein Klassiker. Ich bin ja sowieso nicht die große Klassikerleserin. Aber dass mich dann so ein Buch so weghaut, passiert selten. Und deshalb, ja, eines der besten Bücher, von denen ich je lesen durfte, die ich je le lesen durfte. Also deshalb, ja, schaut es euch gerne genauer an. Es ist einfach Weltbestseller. Ich kann es verstehen. Ja, und hier steht auch nochmal unvermindert aktuell ein Plädoyer für die Gleichheit aller Menschen. Zufällig auch in meinem Wochenrückblick 5 mit dabei. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich wirklich unglaublich geliebt habe. Also, ja, was sonst, ja? Also, meine Jahreshighlights habe ich alle geliebt und die sind jetzt automatisch auch meine liebsten Bücher. Das kann man sich dann daraus auch schließen. Und zwar geht es um Little Thieves von Margaret Owen. Ihr kennt sie vielleicht von dieser Krähen-Dilogie, also nicht die Krähen-Dilogie von Leigh Bardugo, sondern Gott, das war dieses Knochen-irgendwas. Ja, auf Englisch steht es, glaube ich, hier hinten drin mit, dass sie irgendwelche, dass sie die Autoren einer. Ja, egal. Es gibt auf jeden Fall eine andere deutschsprachige Dilogie von ihr, die ihr vielleicht schon irgendwo gesehen habt. Und die ich mir, davon habe ich mir Band 1 schon besorgt und die werde ich definitiv lesen, denn ich will mehr von ihr lesen. Also wenn sie die Geschichten alle so wundervoll schreibt, und so wundervolle Charaktere erschafft, dann brauche ich alle ihre Bücher. Also das war so die Überraschung. Es ist auch eine ganz besondere Ausgabe. Es ist, glaube ich, eine Illumicrate. Na gut, ich habe nur diese eine englische Box gehabt im letzten Jahr. Die Illumicrate. Und ich bin absolut begeistert von dieser Welt. Von dem Märchen, das hier wiedererzählt wird. Es ist nämlich die Gänsemarkt, wenn ich mich nicht täusche. Und wie hier ja aus der Perspektive der eigentlich Bösen geschrieben wird, die aber aufgrund ihrer Lebensverhältnisse dazu gezwungen war oder einfach die Chance ergriffen hat, den Platz mit einer jungen Adligen zu tauschen und ihren Platz einzunehmen. Und sie wird dann daraufhin aufgrund ihrer Taten verflucht. Und muss nun sich darum bemühen, all das Unrecht, was sie angerichtet hat, wieder rückgängig zu machen. Und das schafft sie eben mit unterschiedlichster Hilfe. Und das war einfach richtig toll. Sie ist nämlich das Adoptivkind von Death and Fortune, also von Tod und von Schicksal, vom Tod und vom Schicksal, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist halt wirklich großartig. Ich habe dieses Buch von der ersten bis zur letzten Seite geliebt. Es ließ sich super lesen. Nicht alles war super verständlich. Also ich habe ja auch viele Notizen im Buch für bestimmte Wörter, die wiederkehren und die ich einfach am Anfang nicht verstanden habe. Aber einmal in dieser Geschichte drin kam ich nicht mehr raus und kann sie euch auch nur sehr ans Herz legen. Ich habe auch gesehen, dass es hierzu nochmal was anderes geben soll. Also dass da nochmal ein Band rauskommt. Ich weiß nur nicht, ob es dann direkt mit zur Reihe gehört, also dass das eine Reihe ist. Oder ob das nochmal ein anderer Einzelband zu einer anderen Figur aus diesem Universum ist. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen.
Aber ich freue mich riesig, dass ich dieses Buch entdeckt habe und gelesen habe. Und ja, es ist einfach der Wahnsinn. So. Jetzt kommt ein Buch, das ich entdeckt habe, weil es zur Auswahl stand bei unserer Fantasy-Leserunde von Franzi und mir. Und irgendwie hat mich das Buch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gefunden. Ich habe es nämlich unglaublich verschlungen und geliebt. Und es war wieder so cozy Fantasy, die ich ja einfach für mein Herz gebraucht habe in dem Moment. Und deshalb ist dieses Buch auch für mich ein Highlight geworden. Und zwar ist es das Kaufhaus der Träume von Lee Mijé. Und es klingt halt schon so wunderbar. Reservieren Sie Ihren Traum, er wird zur bestellten Zeit geliefert. Und so ist dieses Buch einfach. Man bekommt hier so wundervolle Einblicke in ein ja, fantastisches Kaufhaus, in dem es auf unterschiedlichsten Etagen die unterschiedlichsten Träume gibt und begleiten eine junge Frau, die dort ganz frisch anfängt, so im Laufe ihres ersten Jahres in auf ihrer Arbeit in diesem Kaufhaus von Dalagut. Und dazu erfahren wir etwas über die Entstehung des Kaufhauses. Wir begegnen Menschen, die dort ihre Träume abholen und wie diese Träume sich auf deren Leben auswirken. Und das hat mich einfach so gefesselt. Ja, ich war begeistert. Der Schreibstil war eingängig, wundervoll. Es gab sehr eindrückliche Momente, gerade was die Begegnung mit den Menschen angeht. Und dann natürlich auch viel Fabelhaftes. Und wundervolles und magisches rund um diese Welt. Denn wenn es Träume gibt, die verkauft werden können, gibt es auch Produzenten, die diese Träume herstellen. Und wer da so alles seine Finger im Spiel hat, das fand ich auch ganz toll. Man kann hier keine durchgehend konsistente Story mit einem roten Faden erkennen. Vielmehr ist es so, ja, so ein Einstieg, so ein, wie als ob man selbst durch dieses Kaufhaus geht und einfach miterlebt, was dort so vor sich geht. Und ja, ich fand es toll, ich war begeistert, es konnte mich absolut berühren und deshalb auch definitiv ein Jahreshighlight für mich. So, weiter geht es. Wir haben jetzt noch fünf Büchlein vor uns und ein Buch, was ich mir schon fast denken konnte, dass es mich umhaut, ist dieses Büchlein hier, Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Ein Buch, ja, ich habe ja von ihr schon Daisy Jones and the Six gelesen. Das gab es damals noch in gebundener Form. Jetzt kommen die anderen Bücher so im Taschenbuch raus. Und da war ich ja auch hin und weg. Und auch das, was ihre Bücher ausmacht, konnte ich hier wieder live erleben. Und es hat mich erwischt und umgehauen wie beim ersten Mal, als ich das erste Buch von ihr gelesen habe. Nämlich dieses authentische Erzählen. Als ob man hier wirklich einen echten Menschen vor sich hat, dessen Leben man verfolgt. Und das ist so einzigartig, denn alles, was sie schreibt, ist komplett ausgedacht. Also Evelyn Hugo gab es so nicht, genauso wie Daisy Jones and the Six ist eine fiktive Band. Und aufgrund dessen, wie sie die Geschichte erzählt, welche Details und ja, wie tief und tiefgründig sie diese Menschen darstellt, bekommt man einfach den Eindruck, ich muss die Filme von Evelyn Hugo schauen. Ich muss sehen, mit wem sie da zu tun hatte. Bilder aus ihrer Jugend etc. Ich würde das alles gerne sehen. Und so war es eben auch bei Daisy Jones. Man wollte die Lieder dieser Band hören. Man wollte die Bandmitglieder kennenlernen. Musikvideos anschauen. Und so war es auch hier. Und das macht diese Bücher halt einfach so besonders. Diese Authentizität der Figuren ist einmalig. Das habe ich so noch nicht erlebt. Und deshalb ist es für mich einfach ein herausragendes Buch gewesen. Ich will unbedingt mehr von ihr lesen. Ich habe auch noch ein Buch hier. Mal schauen, ob ich das vielleicht in den Sommer reinschiebe. Ich bin ja einfach nur heftigst begeistert. Kann ich nur sehr empfehlen. Wir machen weiter mit einer Biografie. Und es war eine Biografie, die mich zu Tränen gerührt hat, die mich mitgerissen hat. Aber das liegt auch daran, dass mich der Mensch hinter dieser Biografie auch unglaublich fasziniert und interessiert und ich einfach auch die Sendung, mit der er in Zusammenhang steht, ja, absolut feiere und die für mich immer eine Lebenshighlights-Serie sein wird. Und es geht um diesen Mann, um Matthew Perry,
Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Das ist erst letzten November erschienen und ich habe es direkt gekauft und weggesuchtet. Es ging nicht anders. Ich konnte nicht auf dieses Buch warten und deshalb ging es halt sofort in den Lesestoff mit hinein und musste dieses Buch lesen. Und es war so eindrücklich, es war so offen. Ich hatte das Gefühl, er breitet hier wirklich das Innerste, seine Seele, seine innersten und heimlichsten Gedanken vor einem aus. Und das alles ungeschönt. Und das alles auf eine Art und Weise, die mich einfach nicht kalt lassen konnte, die mich emotional richtig mitgenommen hat. Ja, es war einfach der Wahnsinn. Ich habe es geliebt von der ersten bis zur letzten Seite. Und habe dadurch gemerkt, Biografien sind doch nicht grundsätzlich nichts für mich. Biografien sind für mich tatsächlich dann erst interessant und ja, für mich etwas, was ich gerne lese, wenn die Person dahinter mich auch interessiert. Und das war bisher einfach noch nie so. Ich habe in der Biografieabteilung noch nie irgendwelche Bücher gefunden oder Persönlichkeiten gefunden, von denen ich dachte, ja, da lohnt sich's für mich persönlich, die Biografie zu lesen. Und ja, mit Matthew Perry an der Hand möchte ich jetzt doch mal schauen, ob ich der einen oder anderen Person dann noch begegne, von der ich einfach keine Ahnung hatte, dass sie mich interessiert. Mal schauen. Aber er hat für mich einfach ein riesiges Stück gefüllt aus dieser Leerstelle, die einfach Chandler Bing, seine Rolle in Friends, das ist ja nicht 100% er. Er spielt diese Rolle. Er gibt sehr viel von sich mit in diese Rolle hinein. Das hat er auch gesprochen, dass das eigentlich er war zu der Zeit, als er für diese Rolle gecastet wurde, oder beziehungsweise das Casting für diese Rolle war bei ihm auch etwas umständlich. Denn jemand anderes aus seinem Bekanntenkreis hat für die Rolle vorgesprochen, er war für etwas anderes vorgesehen und erst so kurz vor Schluss hat er dann die Rolle bekommen. Aber das war halt wirklich toll und nun kann man die Leerstelle hinter dieser Figur füllen mit dieser Biografie und das war einfach genial. Ich habe es geliebt und deshalb Riesenempfehlung für alle Friends-Fans. Das ist einfach ein Must-Read, gerade auch wenn man Chandler so sehr mochte. Und man wird die Serie auch mit anderen Augen schauen. Also das muss man sich bewusst werden. Die Serie hat dann nicht mehr die hundertprozentige Leichtigkeit, die man so bisher hatte. Man wird da schon, man, einem wird da schon ein bisschen auch die Augen geöffnet, was ja, seinen aktuellen Zustand zu bestimmten Staffeln betrifft. Ja, nichtsdestotrotz eine hochgradig tolle Empfehlung. Jetzt geht es mit einer Autorin weiter, die ich absolut jetzt zu meinen liebsten Autorinnen zähle. Für immer und ewig. Ich war auch auf einer Lesung, ich war hin und weg und bin deshalb umso glücklicher, dass ich die Bücher, die ich von ihr habe, auch noch signiert habe. Ja, ich bin einfach happy, 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 happy. Und deshalb geht es erstmal los mit dem ersten Buch von ihr. Und zwar ist es Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ellie Hazelwood. Ja, die deutschen Ausgaben sind echt nicht hübsch, aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Also ja, dafür, dass der Inhalt halt einfach so wunderschön ist, irgendwie hat sich dann auch mein Blick mit der Zeit auf das Cover geändert. Ich weiß nicht, ob das so ist. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen wie Verlieben. Wenn es einen erwischt, dann liebt man einfach alles an dem Buch. Auch wenn das, wenn hier gerade das Cover drumherum jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick der Hammer war, bin ich aber so verliebt, dass ich es mittlerweile auch einfach absolut liebe. So ist es ja manchmal in einigen Büchern, so wenn es ums Verlieben geht. Und dann haben wir den zweiten Band, also es sind unabhängig voneinander lesbare Bücher, das irrationale Vorkommnis der Liebe. Hier hat es mir auch schon wieder etwas besser gefallen, die Farbzusammenstellung. Also, ne, wenn man einfach absolut fasziniert von Ellie Hazelwood ist, dann hat man auch ein anderes Auge für die Bücher. Und das Tolle ist ja, dass jetzt auch noch so eine kleine Kurzgeschichtensammlung von drei Kurzgeschichten herauskommt jetzt im Januar. Ich glaube Ende Januar. Und die muss ich mir natürlich auch sofort besorgen mit Buchschnitt, also mit Farbschnitt. Und ja, es sind wissenschaftliche Geschichten. Also wir haben hier Liebesgeschichten, die mit jungen Frauen aus der Wissenschaft in der als Hauptfiguren geschrieben sind. Und ja, und Enemies to Lovers Geschichten. Also sie denkt sich hier richtig tolle Geschichten aus. Sie erfindet nicht das Rad neu. Das ist es überhaupt nicht. Aber die Art und Weise, wie sie das Thema Wissenschaft und Frauen in der Wissenschaft mit einer wundervollen, humorvollen, witzigen Geschichte von Enemies to Lovers verbindet.
Dabei aber auch eben wichtige Themen, die Frauen in der Wissenschaft so täglich begleiten, mit einpflicht, das ist einfach der Hammer. Und deshalb einfach ein Buch, das man genießen kann, lieben muss. Also ich komme nicht umhin, mich dem Charme zu widersetzen, den die Hauptprotagonistinnen jedes Mal bei mir aus, ja, bewirken. Und auch der Hauptprotagonisten, der Männer, die hier eine Rolle spielen. Also ich komme da nicht umhin, mich immer in jede Figur hier zu verlieben. Und auch die Nebenfiguren haben alle etwas Besonderes an sich. Und ja, wie ihr seht, ich kann nur über diese Bücher schwärmen. Ich bin absolut in Love und freue mich auf die Kurzgeschichtensammlung, denn die wird definitiv auch direkt weggesnackt. Eine habe ich sogar schon als E-Book gelesen, da wusste ich aber nicht, dass die als Kurzgeschichten rauskommen. Und deshalb habe ich die anderen beiden Kurzgeschichten dann nicht gelesen, weil ich das dann als Gesamtbuch lesen wollte. Ja, genau. Also auch ganz oben auf meiner Favorite-Liste und ja, überhaupt bei den besten Büchern und liebsten Büchern, die ich besitze. Und jetzt kommen wir noch zu einem Buch, bevor wir dann zum Grande Finale kommen mit dem allerbesten Buch des letzten Jahres. Also wirklich mit dem Buch, das neue Maßstäbe gesetzt hat. Aber jetzt erstmal zu einem Buch, das ich auch sehr geliebt habe. Und zwar auch wieder ein Leserundenbuch von Franzi und mir. Und Franzi hat es ja schon angedeutet, sie hat es ja auf Englisch gelesen. Wir haben dann die deutsche Übersetzung gelesen. Nochmal im Dezember der Livestream. Entweder ist er mittlerweile schon raus oder er kommt dann in den nächsten Wochen. Leider mussten wir es immer wieder verschieben. Jetzt nur so viel dazu. Ich bin verliebt in unsere Hauptprotagonistin Theodora Attings oder Dora genannt und unseren Hauptprotagonisten Elias Wilder. Und oh Gott, es ist so, so toll, ihre Entwicklung mitzusehen und auch zu sehen, dass sie durch die halbe Seele, die sie nur noch besitzt, denn ihr wurde die halbe Seele durch einen Elfenlord gestohlen, dass sie überhaupt nicht schlechter ist, also dass sie kein schlechterer Mensch ist, dass ihr keine Menschlichkeit fehlt, vielleicht sogar noch mehr, dass Menschlichkeit freigelegt worden ist in gewisser Weise. Also so hatte ich das Gefühl und dass sie einfach so Ecken und Kanten hatte und so kleine Macken, die sie einfach nur noch liebenswerter gemacht haben und dazu dann auch noch die Dialoge und Aufeinandertreffen mit dem Lord Magier, das war einfach großartig. Und dazu noch, dass das alles so eine runde, schöne, abgeschlossene Geschichte ist. Ja, sie geht nicht besonders weit in die Tiefe. Nicht so weit, dass man jetzt sagen könnte, oh, das wird ein 800-Seiten-Buch. Und trotzdem ist es eine wundervolle, kurzweilige Unterhaltung, die witzig ist, die wichtige Dinge anspricht. Und auch diese Höflichkeit, diese adlige, überzogene Höflichkeit und dieses Benehmen dieser. Wie nennt man das? Diese Umgangsformen, diese gesellschaftlichen Normen einfach mal so richtig schön an den Kragen geht. Und das finde ich halt richtig toll. Fantastisches Buch, magisch. Wenn so die Bridgerton-Bücher sind, dann sollte ich da vielleicht doch auch nochmal drauf zurückgreifen. Aber ja, für mich braucht es halt auch den Ticken Magie, der hier mit dabei war. Und wundervolle Protagonisten. Und dann ist das eigentlich eine sichere Sache. Und ich freue mich auf die weiteren Bände. Da geht es dann, glaube ich, im zweiten Mal nicht mehr um Dora und um den Lord Magier. Da geht es dann wieder um jemand anderen. Aber ich freue mich trotzdem sehr, denn auch der Schreibstil von Olivia Atwater hat mich absolut begeistern können. Und deshalb, ja, definitiv ein Buch, das man sich anschauen sollte. So, und jetzt kommen wir zum absoluten Weltmeister, ja, im Schwergewicht. Das tatsächlich auch, weil es ist einfach eins der dicksten Bücher, die ich besitze. Da kommt sogar Patrick Rothfuss mit dem Namen des Windes ran. Und das soll schon was heißen, genauso wie das Buch, was ich auch sehr liebe von Christopher Paolini. Dieses Science-Fiction-Buch. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ja, das kommt auch daran. Und ich komme nicht umhin. Ich bin verliebt. Und zwar geht es um dieses Büchlein. Um Das Reich der Vampire, A Tale of Blood and Darkness von Jake Kristoff. Das ist einfach. Puh, ich habe schon einiges von ihm gelesen, gerade auch in Zusammenarbeit mit Amy Kaufman. Und dabei sind die beiden ja auch das Autorenduo, das ich hype und liebe und fangirle.
Ich habe von ihm auch die Nevernight-Bücher, zumindest Band 1 und Band 2 gelesen. Und ich habe von ihm auch schon Storm Dancer gelesen, ein anderes Buch, was von ihm noch rausgekommen ist. Aber wirklich nichts. Und ich muss leider tatsächlich sagen, nicht mal die Illuminae-Akten, nicht mal Aurora, nichts kann mit diesem Buch mithalten. Das ist der Wahnsinn. Also dieses Buch hat mich so nachhaltig beeindruckt und mitgerissen. Ich kann es nicht mehr erwarten, den nächsten Band dazu zu lesen. Ich verfolge ihn akribisch und hoffe immer wieder auf neue Updates und raste aus, wenn es neue Informationen zu neuen Zeichnungen aus dem neuen Band gibt. Ich bin einfach in Love und dass ich ihn persönlich im letzten Jahr treffen konnte, gehört zu meinen absoluten Jahreshighlights, weil ich es einfach geliebt habe. Geliebt habe, ihn persönlich zu sehen, ihn zu treffen, einen Eindruck von ihm zu bekommen. Und es hat es einfach nur noch mehr übertrieben, wie sehr ich seine Bücher liebe. Und ja, und dann habe ich auch noch diese wunderschöne Edition. Es ist auch noch signiert und dementsprechend, ja, werde ich diese Bücher, dieses Buch vor allen Dingen, niemals für irgendetwas hergeben. Und ja, das ist einfach der Knaller. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Das sind Maßstäbe, die hier gesetzt worden sind in der Fantasy. Da muss erstmal wieder jemand rankommen. Da muss erstmal wirklich jemand wieder rankommen. Und deshalb pure Liebe für dieses Buch. Ich freue mich, wenn ich es mal wieder lese. Ich habe mir auch sehr viel markiert. Man sieht es nicht, weil der Buchschnitt soll natürlich so wundervoll bleiben. Aber nichtsdestotrotz, ja, gibt es hier einfach so viel Tolles, was ich. Und das Buch hat mich auch vernichtet. Also emotional, also wenn es darum geht, einen gefühlsmäßig in Höhen und Tiefen zu begleiten, dann schafft dieses Buch wirklich alles. Also richtig, richtig toll. Großartig und deshalb ein riesengroßer Fan von dieser Buchreihe. So. Und deshalb einfach nur riesengroße Liebe für diese Buchreihe, die es schafft, alle Emotionen aus einem herauszuquetschen, die verfügbar sind. Und ja, schaut es euch bitte etwas genauer an. Für alle High-Fantasy-Fans, die keine Angst davor haben, über 1000 Seiten zu lesen. Es lohnt sich. Keine Seite davon ist zu viel. Man benötigt hier einfach diesen Freiraum, diesen Spielraum. Dazu noch die beiden Erzählebenen, auf denen wir uns bewegen und die sich dann aufeinander zubewegen. Es ist einfach der Hammer. Also schaut es euch genauer an. So, jetzt haben wir die absoluten Jahreshighlights durch und unseren absoluten Sieger vor allen anderen Büchern. Und jetzt komme ich noch ganz zum Schluss, ganz schnell, ohne viel großes Tramram dazu. Die Bücher werde ich euch einblenden müssen, denn ich besitze sie auch so nicht mehr. Also die sind bei mir auch dann direkt ausgetauscht worden, beziehungsweise rausgeflogen. Und zwar ich fange gleich mit dem schlechtesten an, mit dem schlechtesten Buch, das ich also im Jahr 2022 gelesen habe. Und zwar ist es von Scarlett Sinclair, A Touch of Darkness. Hat von mir, glaube ich, 1,5 oder 1 Stern von 5 bekommen. Konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Das ist natürlich eine rein persönliche Meinung. Nehmt das bitte nicht zu böse. Es ist einfach nicht meine Geschichte gewesen. Ich habe mir anderes davon erwartet und finde auch, ich hätte, oder sagen wir mal so, auch wenn es beim Lux Verlag erschienen ist, ich kenne wundervolle, großartige Bücher vom Lux Verlag, die einfach grandios sind und deshalb fand ich meine Erwartungen auch in dem Fall gerechtfertigt, dass ich mir mehr Story erwünscht hätte, dass ich mir mehr Komplexität erwünscht hätte und vor allen Dingen auch eine gute Storyline, die einfach nicht da war für mich. Ja, und das gab es halt bei diesem Buch leider gar nicht und deshalb konnte ich es halt auch, ja, musste ich so bewerten, wie ich es bewertet habe, weil es einfach nicht gut war. Es war für mich leider absolut nicht gut. Jedem anderen, der es gefallen hat, absolut, haut rein, feiert dieses Buch. Ich kann es leider nicht feiern, deshalb ist es bei mir als größter Jahresflop auf Platz 1 gelandet. Ein weiteres Buch, das ich nicht besonders mochte und was auch ein Flop in diesem Sinne ist, war, oh Gott, da muss ich echt ablesen, Die dunkle Stille des Waldes hat von mir 2 Sterne bekommen oder 2,5. Es ist so ein Thriller, Krimi, ich glaube eher Thriller. Ich kann mich gar nicht mehr an den Inhalt erinnern, das spricht schon fürs Buch, das muss man schon sagen.
Wenn man sich an den Inhalt gar nicht mehr erinnern kann, dann ja, ich weiß noch, dass mir die Story, vor allen Dingen das Ende, alles verdorben hat. Also das Ende war überhaupt nicht gut. Und dann war es auch zum großen Teil sehr langatmig. Das waren, glaube ich, so die Hauptpunkte, die mir da gar nicht gefallen haben. Und ich konnte auch oftmals nicht ganz nachvollziehen, wie sich der Protagonist da verhalten hat. Also leider nicht ganz meins, muss man leider so sagen. Ja, deshalb auch ein Jahresflop. Und dann habe ich noch drei Enttäuschungen, die eigentlich an sich solide Bücher sind. Ich habe mir nur so, so viel mehr davon erhofft. Einfach so, so viel mehr. Und da gehört unter anderem Komplett Gänsehaut von Sophie Passmann mit dazu. Sophie Passmann mag ich ganz gern. Ich verfolge sie auch immer mal wieder auf Instagram und schaue mir ihre Stories an. Ich habe auch ihre kleine Serie, die auf Amazon verfügbar war, mal gesehen. Fand sie ganz solide. Ja, und ich habe ja von ihr schon mal das Buch Alte weiße Männer gelesen, in dem es so um Interviews geht mit verschiedenen Persönlichkeiten. Und das mochte ich ganz gerne. Und das hier war ja auch wochenlang auf den Bestsellerlisten und mich konnte es überhaupt nicht abholen. Der Schreibstil war so kompliziert, dass ich da auch, also nicht mal, wenn ich mich 100 Mal mehr konzentriert habe als sonst beim Lesen, ist mir nichts hängen geblieben. Das ist so ein konsistenzloses Buch für mich geblieben. Und deshalb, ja, leider auf meiner Enttäuschungsliste. Also es war trotzdem solide, es war okay, aber von dem her, was ich mir sehr gerne gewünscht hätte, war leider nicht viel Gutes dabei und daher, ja, leider nur Mittelmaß. Dann ein Buch, das ich vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube im Oktober oder September, habe ich ein Buch von, wie heißt sie denn? Emily Henry? Auf jeden Fall Verliebt in deine schönsten Seiten. Könnt ihr es gerne nochmal nachlesen. Ich glaube, es hieß, nee, nicht Book Lovers. Es war Beatread? Nee, Beatread auch nicht. Naja, es gibt dazu die englische Übersetzung, die euch sicherlich was sagt. Im Deutschen war das alles mit einem anderen Titel versehen, mit einem anderen Cover. Deshalb ist mir das nur mal so in die Hände gefallen und als Mängelexemplar. Und deshalb, ja, wollte ich mal reinlesen. Konnte mich leider auch nicht überzeugen. Ich hatte mir etwas in Richtung Ellie Hazelwood erwünscht. Aber da hat mir einfach der Humor gefehlt, die Unterhaltung gefehlt. Ich konnte zwischen den Protagonisten nicht wirklich was spüren. Und dadurch wurde halt auch die ganze Story für mich uninteressant. Und daher, ja, hatte ich mir so viel mehr erhofft. Es war am Ende trotzdem okay, aber leider nichts, von dem ich sagen könnte, ja, das wird mir im Gedächtnis bleiben. Das ist ein Buch, auf das ich mal wieder zurückkomme. Und deshalb ist es auch direkt wieder ausgezogen. Ja, und dann kommen wir zu einer Enttäuschung, die mir echt das Herz gebrochen hat, muss ich wirklich sagen, weil ich die anderen Bücher von ihr einfach abgöttisch liebe. Und zwar geht es um Hard Liquor von Marie Grashoff, auch ein Leserundenbuch von Franzi und mir. Und leider, also es war trotzdem ein solides Buch mit 3,5 Sternen, es war okay. Aber ich hatte mir so viel mehr erhofft. Ich hatte mir so, so viel mehr erhofft. Und das hatte unter anderem eben auch mit der Story, in welche Richtung sie sich dann am Ende entwickelt hat, zu tun. Und es hatte dann eben auch so mit dem Anfang zu tun, dass da einfach so ein paar Längen mit drin waren, die mich nicht gehuckt haben. Es hat auch lange gedauert, bis ich wirklich im Buch drin war. Ja, es war leider für mich nicht ganz so der Hit. Das Gute ist aber, dass sich diese ganze Reihe, da gibt es ja noch die Spicy Noodles und dann gibt es, glaube ich, dann dieses Jahr müsste im Herbst dann Happy Meat oder so rauskommen, dass man die unabhängig voneinander lesen kann. Und deshalb werde ich definitiv Spicy Noodles nochmal eine Chance geben mit magischen Essstäbchen und den Kräften, die daraus entstehen. Ja, das werde ich definitiv tun, weil Marie Grashoff großartig schreibt. Also am Schreibstil hat es jetzt nicht unbedingt gelesen, es hat wirklich an der Story des ersten Mannes gelegen. Und deshalb werde ich mal schauen, ob ich doch nochmal in dieses Food Universe hineinkomme. Ja, die Chance gibt es aber definitiv. Und deshalb, ja, mit einem weinenden und einem lachenden Auge in der Hoffnung, dass die anderen Bücher der Reihe mich mehr überzeugen, ist es leider auch auf der Enttäuschungsliste gelandet. Genau. So, das war es dann aber jetzt wirklich. Das waren meine Highlights und meine Flops/Enttäuschungen aus dem vergangenen Jahr.
Damit können wir wirklich einen Haken unter 2022 machen, falls mir nicht noch irgendwas einfällt, was ich euch über mein Lesejahr erzählen kann oder zeigen kann. Vielleicht mal gucken, vielleicht gucke ich mal, ob ich noch irgendwelche Reihen beendet habe. Drei oder vier maximal. Ich bin da ja echt schlecht. Ansonsten geht es jetzt mit Volldampf ins neue Jahr und ich hoffe, dass ich wieder so wundervolle Bücher lesen kann. Ja, das ist so meine Hoffnung. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen wundervollen Tag. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Bücher für euch absolute Jahreshighlights waren, ob ihr Bücher, von denen ich euch erzählt habe, darunter sind oder ob ihr die noch auf eurer Wunschliste habt oder ja, erzählt mir doch gerne etwas dazu. Und jetzt verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und bis dahin macht's gut. Tschüss.